Moin moin Freunde und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf diesem Kanal. Ja, ich habe es ja schon mal angeteasert gehabt in den letzten paar Wochen. Es sollte ja auch der Fall sein, dass dieses Projekt kommt. Schöne Grüße an dieser Stelle an Nico, mein Kollege hier hat das Ganze möglich gemacht. Also schöne Grüße nochmal daraus, dass wir tatsächlich jetzt hier uns nochmal dem neuen F1-Teil widmen können, nachdem wir ja schon nicht nur überlegen, zumindest im 18er Teil auf jeden Fall was auf dem Kanal gemacht haben. Im 17er bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Nee, ich glaube im 17er haben wir nichts gemacht. Aber zumindest letztes Jahr im 18er geht es also jetzt dieses Jahr wieder los. Aber Freunde, ich habe natürlich aus dem letzten Jahr heraus gelernt und dementsprechend ja, einige Fehler, die ich im letzten Jahr gemacht habe, werde ich in diesem Male, in diesem Anlauf nicht tun. Das heißt, ich weiß gleich schon direkt so ein bisschen Bescheid hinsichtlich der Aufnahmeschwierigkeiten dieses Spiels. Ja, also Freunde, wie kann ich das am besten ausdrücken? Es gibt, glaube ich, was Aufnahme- und Schnitttechnik angeht, kein aufwendigeres Spiel als F1. Also, ja gut, setze Teil XY ein dahinter. Also, Freunde, brutal aufwendig, was Schnitt angeht und den ganzen Mist. Und dementsprechend tatsächlich, also, ja, ist dieses Projekt eines der Kategorie, wo ich glasklar sage, ja, yep, das machst du nicht mal so eben aus dem FF. Das muss tatsächlich mit ein bisschen Planung geschehen und diese sind jetzt geschehen. Also, Freunde, ab jetzt geht's los. Ihr kriegt wöchentlich ein Rennen zu sehen. Ein Rennen, hier eine Folge, ja, wird wahrscheinlich schon recht lang sein. Ich weiß gar nicht, wie lange jetzt schon allein die erste ja gehen wird, weil hier kommen jetzt alle Reihe Vorbereitungen und hast du nicht gesehen. Aber, Freunde, also wie gesagt, sehr, sehr viel, was uns hier erwartet. Wir werden das handeln eigentlich, glaube ich, wie wir das schon letzte Male gehandelt haben. Also, Freunde, für euch wichtig sind dann Quali-Zeiten und das Rennen selbst, das Training eher mäßig, da werde ich euch vielleicht mal so ein bisschen zwischendrin dazu holen, aber das sind so meine ersten paar Pläne. Genau, das also dazu, ansonsten nochmal hier der Hinweis, das ist jetzt der Start der Aufnahmesession. Ich komme eigentlich gerade, ich fühle mich eigentlich de facto wie gerädert, weil ich aus einer, keine Ahnung wie langen Aufnahmesession mit Dirk eigentlich komme. Ich komme aus einer Aufnahmesession von 22 bis 4 Uhr morgens, das heißt 6 Stunden Aufnahmesession, danach habe ich jetzt ein paar Stunden geschlafen, jetzt geht es hier instant weiter mit F1, aber egal Freunde, ich mache das ja gern für euch, ihr kennt den Spaß, ja. So, gut, okay, ja, und dann dementsprechend, also wollen wir loslegen, Freunde, denn in F1 2019 habe ich ja gehört, möge sich einiges getan haben in der Karriere. Ich habe mich so gut wie es geht nicht spoilern lassen und jetzt tatsächlich bin ich jetzt hier relativ trocken rein, das heißt, wir starten jetzt mal rein in unsere neue Karriere und gucken, was uns erwartet. In F1 2019 startest du deine Karriere mit der Wahl eines Formel 2 Teams. Für dieses Team zu fahren, lässt dich die besonderen Momente einer Formel-2-Saison erleben. Eine eigenständige Rennsportmeisterschaft voller Nervenkitzel und das Sprungbrett in die Formel 1. Am Ende dieser Nachwuchsserie bestimmt deine Wahl der Fahrerschmiede und deine Leistung in der F2 die Bedingungen für einen Vertrag mit einem Team der Formel 1. Mit dem Aufstieg in die Königsklasse schreibst du dein eigenes Kapitel in der Motorsportgeschichte. Ja gut, und das ist tatsächlich das, was ich noch mitbekommen habe, Freunde. Das ist tatsächlich das, was man mir noch so mitgeteilt hatte. Nämlich tatsächlich, dass jetzt ab neuerdings die Formel 2 mit drin ist. Also quasi die zweite Liga innerhalb der Formula-Meisterschaften. Ja, und Freunde, dementsprechend dürfen wir also in der Formel 2 starten, um uns in die Formel 1 hochzuarbeiten. Wie geil ist das denn? Ach, Freunde, ich bin absolut begeistert. Herrlich. So, wer könnte theoretisch, man wollte übrigens auch die Nachwuchsserie überspringen, wenn man darauf keinen Bock hat, aber wir werden das natürlich alles mitnehmen, weil das sind nice Features und darauf habe ich wirklich richtig Bock. So, blättern wir mal ganz kurz durch. Also, wir haben zur Auswahl 10 verschiedene, 10 verschiedene Fahr... Wie sind sie noch? Teams, nennen wir es jetzt einfach mal. Eigentlich Hersteller auch nicht. Ach, ihr wisst, was ich meine. Also nimm es einfach Teams. So, passt. Ja, okay, und blätter mal ganz kurz durch. Also wir haben einmal hier Carlin, das ist aus Großbritannien, soweit ich sehe. Motorhersteller Mechachrome, okay, alles klar. Wissen Bescheid. So, So, was haben wir unten? Wähle für welches Team du in der verkürzten Nachwuchsserie fahren willst. Alle Formula 2 Autos bieten identische Leistungen und deine Wahl wird keine negativen Auswirkungen auf deinen Einstieg in Formel 1 haben.
Ja gut, wenn sie alle identisch Leistung bieten, ist tatsächlich relativ egal. Dann, Freunde, gucken mal, was ihr am naheliegendsten für uns. Also wir haben ein britisches Team, ein französisches Team, ein zweites französisches Team, ein russisch-britisches Team. Bin ich da richtig? Hätte ich jetzt gesagt. Sieht zumindest danach aus. Haben wir hier ein italienisches Team. Ein tschechisches Team, alles klar, sehr interessant. Ein spanisches, ein holländisches. Nochmal wieder ein britisches und noch ein italienisches. Ja, Freunde, ich glaube, dann liegt territorial mir am nächsten eigentlich das holländische Team. Dann nehmen wir MP Motorsport. Da kann ich tatsächlich noch am ehesten was mit anfangen. Gut, okay, dann würde ich sagen, starten wir mal damit rein. So, was haben wir denn hier? Fahrerschmiede. Wähle eine Fahrerschmiede auf. Diese Fahrerschmiede belohnt folgendermaßen den Ruf. Hä? Was? Das verstehe ich jetzt nicht. Sekunde, muss ich mal ganz kurz überlegen. Was soll mir das sagen? Ich glaube, wir nehmen erstmal keine Fahrerschmiede. Weil, Freunde, Fahrerschmieden sind de facto eigentlich ja so ein bisschen die Nachwuchsteams der jeweiligen Geschichte hier. So, und jetzt in so einen Nachwuchskader instant reinzurücken, gefällt mir irgendwie nicht so vom rein karrieremäßigen her. Weil ich möchte ja doch eigentlich so ziemlich wie es geht bei absolut null anfangen. Und da werden wir tatsächlich dann ohne Fahrerschmiede fahren, würde ich sagen. Also ohne quasi Karriere-Strippenzieher im Background. Nee, Freunde, das machen wir schon so. Wir machen das tatsächlich ganz komplett ohne. So, jetzt muss ich mal ganz kurz hier mich eben durchfuchsen. Also, was müssen wir machen? Training komplett ist richtig. Trainingslänge 30, 30, 30. Quali nehmen wir auch logischerweise komplett mit. Also ich zumindest. Einführungsrunde. Wie habe ich es letztes Jahr gemacht? Ich glaube, ich habe die Einführungsrunde mit drin gehabt, ne? Damit ich euch so ein bisschen an der Strecke noch lang führe. Ich glaube, gar nicht mal so doof. Nehmen wir grundsätzlich mit. Renndistanz sind 25%. Ja, 25% sind okay, nehmen wir. So, Schwierigkeitsgrad, ich habe mit dem guten Dirk, schönen Grüße an der Stelle, ein bisschen herumgefuchst und geforscht noch. Also ich habe zunächst einmal den Schwierigkeitsgrad getestet, den ich letztes Jahr hatte, das waren 105 als ultimativ. Das war ein bisschen hart zum Einstieg, deswegen habe ich gleich gesagt, wir gehen auf 100, also auf Legende noch. Bin ich gefahren, muss ich auch sagen, noch ein bisschen zu kritisch. Da habe ich mit Dirk gefahren. Wir haben uns dort auf Experte geeinigt, auf 80. Das war wieder ein Tucken zu leicht, deswegen gehen wir mal erstmal auf die 90. Anpassen kann ich das ja, soweit ich weiß, zwischen dem Wochenende ja tatsächlich immer noch. Sehr schön. Gut, okay, das war Step 1. Dann geht es weiter in die Gameplay-Einstellung. Was haben wir hier? Rückblenden? Ja. Park für mich? Ja. Autoschaden komplett? Ja. Safety Car natürlich ein. Ohne geht gar nicht. So, Strenge beim Kurvenschneiden regulär ist in Ordnung. Rennbeginn manuell natürlich, Freunde. Zeitbegrenzung für Interviews. Nö, keine Zeitbegrenzung, Freunde. Das ist nämlich das, was einen Let's Player umbringt. Also für euch vielleicht da draußen als private Spieler ganz, ganz gut. Aber wenn ich jetzt hier tatsächlich das mit euch ein bisschen bequatschen muss kurz, dann eher weniger. So, was haben wir hier? Reifentemperatur, Oberfläche und Innensimulation. Nur Oberfläche. Reifentemperatur. Freunde, mache ich mal eine Oberfläche, weil ich habe von diesem Innenzeug, von der Innenseite dann quasi nicht so die Ahnung. Weil, also klar, natürlich, wenn ich viel fahre, ne, Reifen werden heiß, okay. Aber wie jetzt diese Innenreifentemperatur funktioniert, das wüsste ich jetzt auf Anhieb nicht. Nee, machen wir nur die Oberfläche, Freunde. So, was haben wir hier noch? Fahrhilfen, Traktionskontrolle, 3D-Linie nur in Kurven, wenn ich bitten darf. Dankeschön. Automatikgetriebe, yep. Boxenassistent, yep. ERS, Automatik, passt. Gut, okay, dann haben wir das alles soweit. Dann, Freunde, können wir eigentlich starten, ne? Session starten? Ja, ihr merkt gerade, ich bin ein bisschen am Struggeln, aber sieht tatsächlich gut aus, Freunde. So, Steven Butler und Lukas Weber. Im dritten Event der Formula 2 Weltmeisterschaften stellt ein mechanisches Problem. Okay, das war jetzt tatsächlich zu schnell für mich. Alles klar, das scheint jetzt gleich was zu sein, wo wir jetzt gleich eine Einführung reinkriegen. Ich bin gespannt, Freunde. Ich bin gespannt. Ein neuer MP Motorsportfahrer bestimmt hier das Rennen. Devin Butler folgt dicht dahinter. Die beiden haben sich in den frühen Entscheidungen dieser Meisterschaft wirklich nichts geschenkt. Da ist etwas schiefgelaufen. Butler sieht seine Chance.
Vielleicht ein mechanischer Defekt? Das Auto wird wieder schneller. Die Ursache des Problems ist unklar. Werden Sie das Rennen so noch zu Ende fahren können? Sieht nach einem Problem mit dem Turbo aus. Du hast etwas an Höchstgeschwindigkeit verloren. Aber du bist kurz vor dem Ziel. Du kannst noch mithalten und ein paar Punkte holen. Gib nicht auf, gib einfach dein Bestes. Wir stehen alle hinter dir. Ei, Freunde werden einfach jetzt instant reingeschmissen. Was soll das denn? Oh, war ich gar nicht vorbereitet. Okay, egal, komm. Wir krachen jetzt rein. Also, ihr habt gehört, Problem mit dem Turbo. Aber ich denke, das dürfen wir hinkriegen. Ja, ansonsten darf ich übrigens unseren neuen Fahrer vorstellen. Boah, das geht echt schlecht los. Bin ich eigentlich? Welche Strecke ist denn das hier? Ist das Spanien? Lukas will dich überholen. Sieht nach Spanien aus, ne? Ich wollte auf jeden Fall darauf hinaus. Also, das ist unser neuer Fahrer, den wir jetzt hier durch die Karriere begleiten werden. Das hier ist Bernie Busch. Ich wollte ihn ursprünglich Buschmann nennen, aber dann habe ich gesehen, es gibt tatsächlich Busch sogar wirklich als Kommentatorenname. Dein Teamkollege möchte dich überholen. Ich weiß, dass du keine Position abgeben willst, aber er hat mit Turbo bessere Chancen als du. Er kann ja, komm, nach vorne dann zieh vorbei. Kommen. Wenn du Lukas aufhältst, könnte das einen Punktverlust für das Team bedeuten. Ja, komm, gib Gummi, Mann. Hilfe. So, hab's kapiert. So, Schuldige, da musst du jetzt mal gerade eben ganz kurz durch. Also, wie sieht's aus? Zwei Runden haben wir noch zu gehen. Wir sind in 35 und 37. Ist toll. Lukas kann jetzt weiter angreifen. Ja, kein Problem. Ich kann ihn schon ziehen lassen, wenn ich keinen Turbo habe. Ich soll dir von Lukas Dank ausrichten. Ich weiß, dass es frustrierend ist, aber du hast die richtige Entscheidung für das Team getroffen. Ja. Wir stehen alle hinter dir. Gib dein Bestes bis ins Ziel. Ja, ich werde jetzt einfach gucken, dass ich die anderen blockiere hinter mir. Dann kann der da vorne sich die Punkte holen, dann passt das schon. Einigermaßen gut darin, Leute abzufangen, war ich ja. Und jetzt weiß ich auch endlich, welche Strecke das ja ist. Also das war ein bisschen ein Anfangsproblem. Boah. Also diese Kiste erstmal unter Kontrolle zu kriegen, Freunde, das wird noch ein bisschen am Struggeln, bin ich hier. Aber jetzt weiß ich, wie gesagt, also es ist jetzt halt Spanien. Das war mir am Anfang so schnell nicht klar, wie ich gerade eiskalt reingeworfen wurde. Ich habe jetzt einfach halb ein bisschen Storyline gerechnet und dann, ja, Fehlanzeige. Egal. Muss ich halt durch. Ich kann mal ganz kurz mit ihm jetzt hier reinfuchsen. Sieht's aus? Okay, am Sprit kann ich gerade nichts drehen. Gut, das heißt, da muss ich so mit leben, was ich habe. Boah, diese Kurven. Jo, und da habe ich mich jetzt gerade ganz klassisch verbremst. Das ging gar nicht klar. So, einmal um die Kurve hier rum. Gut, okay, gut. Das heißt, wir gehen jetzt gleich in zwei weitere Runden noch, Freunde. Ich habe mich jetzt hier so langsam ein wenig gefangen, aber hinter uns ist jetzt echt die Hölle los. Ey, wenn ich so kalt reingeworfen werde, ne? Ich habe keinen Bock. Egal, so, wir werden jetzt wahrscheinlich gerade eine Position verlieren. Vielleicht kriege ich das aber gekontert. So, Lukas zieht da vorne weg, unser neuer Kollege. Also, Lukas Weber heißt der gute Mann. So langsam komme ich hier also rein. Na, obwohl, ne, der kommt tatsächlich nicht ran. Geil, sehr schön. Da hatte ich jetzt eigentlich gerechnet, wie gesagt, kaputter Turbo und so. Aber, ne, tatsächlich hat er nicht geschafft. Haben wohl einen guten Kurvenausgang vorhin erwischt. Und dementsprechend haben wir jetzt hier die Oberhand. So. Gut reingekracht in die Kurve. Ja, aus der Kurve raus. So, und jetzt sind wir auch tatsächlich schneller als vorhin. Sehr gut. Ja, so langsam bin ich jetzt ein bisschen drin. So, dann wollen wir mal gucken. Also gleich geht es in die letzte Runde dann noch rein. Oh, ey, diese Kurve. Ach, auf die komme ich nicht klar. Scheiße. Und jetzt habe ich wieder eine Haxen kleben. Top gemacht. Das war ganz stark. Großes Kino. Da wird sich unser guter Bernie ein wenig ärgern. Und jetzt habe ich einen richtigen Haxen kleben. Gleich nochmal gerade. Da könnte er es jetzt versuchen gleich. Gefährlich. Ich gehe auf Kampflinie. Na, brauche ich gar nicht. So ist er noch nicht. So, aus der habe ich jetzt beim letzten Mal gelernt. Ja, das war schon ein Stück besser. Die ganze Katastrophe. So. Sehr gut. Okay, kann sein, dass es vielleicht schaffen, den Platz 6 nach Hause zu kriegen. Wäre schon ziemlich geil. So, durch den schweren Sektor haben wir es jetzt schon mal durchgeschafft. So, guten Ausgang gut erwischt. Jetzt ist die Frage, wie sieht's aus? Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Okay, letzte Runde. Der ist jetzt ziemlich weit hinter uns. Doch, sieht gut aus. Wenn ich jetzt tatsächlich in der zweiten Sektor wieder ein bisschen verscheiße, wie vorhin, Freunde, dann dürfte das eigentlich unser Rennen sein. Ach, die Sonne. Ekelig. So, einigermaßen gut den Ritt hier wieder rausgeschafft. So, und die Kurve habe ich jetzt gefressen, Freunde. Das passiert mir jetzt hier nicht nochmal. Immer noch nicht gut.
Ey, da habe ich einfach noch kein probates Mittel jetzt für gefunden, den paar Runden. Aber egal. Das war es jetzt das letzte Mal, dass ich in diese Dreckskurve rein musste. Dementsprechend kann ich mich jetzt voll darauf konzentrieren, hier Richtung Finish zu laufen. So, letzte Gerade. Wenn ich mich danach nicht verbremse, wird das für den hinter uns nichts mehr. Für den Markelov heißt er, alles klar, weiß Bescheid. So, zack. Mal rum. So. Sehr gut, Freunde. Das waren jetzt die ganz schwierigen Passagen. Jetzt ist hier nochmal richtig langsam und dann dürfte das es eigentlich schon gewesen sein. So, Rennsieger haben wir schon mal. Butler gewinnt tatsächlich das ganze Ding hier, der uns dann überholt hat. Aber jetzt, Freunde, gehen wir also auch auf das Ziel gerade drauf. Karierte Flagge. Und das war tatsächlich unser erstes Rennen. Gut gemacht, tolles Finish. Du hast dich verbessert und hast das erreicht, was wir von dir verlangt haben. Ausgezeichnete Arbeit. Also, gute Arbeit von Bernie Busch hier. Ein wohlverdienter Sieg für Dams nach diesem atemberaubenden Rennen. Davide, was hat hier wohl den Unterschied ausgemacht? Ich denke, er hat das Rennen gewonnen, weil er sich anpassen konnte. Zu jedem Zeitpunkt hat er getan, was erforderlich war, ja. Er war besonnen und beständig, wenn es nötig war, aber schonungslos und aggressiv, wenn es verlangt wurde. Es gab heute nichts daraus, mit dem er nicht fertig geworden wäre. Diese Anpassungsfähigkeit wird ihm noch gute Dienste erweisen, wenn er sie in dieser Saison beibehalten kann. Ich sehe, dass die Fahrer bereits auf dem Weg ja, sind. Also, das Freunde, war eine grandiose Mannschaftsleistung. Das war das erste Rennen. Das Ergebnis harter Arbeit. Dams holt sich heute den Sieg. So, ich muss da wahrscheinlich wieder ein bisschen drüber quatschen, weil sonst kriegt er wieder wahrscheinlich musikalische Untermalungsprobleme. Ich kenne den Spaß ja. Also, ja, hier haben wir es jetzt. Die Sieger der heutigen Etappe. Mein Glückwunsch hier, die Herren. Gute Arbeit. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Ein gutes Resultat für Devin Butler, der die Konkurrenz noch weiter hinter sich lässt. Jetzt würde ich gern von dir wissen, Davide Valsecchi, wer dein Fahrer des Tages war. Ich entscheide mich für Arjun Maini. Das Team hat einen großartigen Job geleistet, so wie sie ihn im Feld angeleitet haben. Aber im Endeffekt muss der Fahrer aus diesen Gelegenheiten Kapital schlagen. Und das hat er mit viel Geschick getan. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Teamrangliste. Dams hat die Führung in der Rangliste übernommen. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, denn richtig los geht's erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. So, okay, Freunde, jetzt habe ich tatsächlich mal kurz einen Moment zum Durchatmen. Das war ja, wie gesagt, also echt krass, wie wir jetzt einfach instant reinkatapultiert wurden. Damit habe ich ja so gar nicht gerechnet. Also, willkommen in der Formel 2, Freunde, mit MP Motors. Ja, ansonsten, also wie gesagt, nochmal ganz kurz zum Vorstellen. Unser Fahrer, den wir jetzt also in deiner Formel 1 Karriere, dann hoffentlich bald Formel 1 Karriere, weiß ja nie, begleiten werden. Das ist der gute Bernie Busch, den ihr seht. Wie gesagt, eigentlich Buschmann wollte ich ihn nennen, aber dann gab es einen Kommentarname, also den man tatsächlich dann so nehmen konnte, dann, dass das Ganze auch geil klingt, dass dann auch zwischendurch dann über den Herren hier gesprochen wird. Ja, der gute Bernie Busch, also ist jetzt dann tatsächlich also ein Fahrer, mit dem wir es hier zu tun haben. Ja, und unser Teamkollege, also auch ein Deutscher, das habe ich gerade im Namen schon eigentlich so ziemlich entnommen, aber nehmen wir es nochmal so extra zur Kenntnis. Also tatsächlich zwei Deutsche beim holländischen Team, bei MP Motorsport, Lukas Weber, unser Team-Mate. Und wenn ich jetzt gerade mal so durch die Reihen gucke, Freunde, seht nicht nur ich, sondern wahrscheinlich auch ihr schon bekannte Namen, ne? Kann das sein? Weil zwei Namen sagen mir auf jeden Fall was. Das sind nämlich Lando Norris und George Russell, die beiden Briten. Einer bei Carlin, einer bei ART Grand Prix momentan unterwegs. Die beiden sind tatsächlich jetzt in diesem Jahr offizielle Formel 1-Fahrer, ja, in den Cockpits von McLaren bzw. Williams. Ah, ja, Freunde, so ist das hier. Okay, alles klar. So, blicken wir mal ganz kurz eben weiter. Was haben wir jetzt hier? Rangliste, das interessiert mich nochmal ganz kurz. Wie sieht es jetzt hier also aus? Was ist jetzt hier Sache? Alles klar, ich sehe es. Okay, wir sind also momentan ranglistenmäßig auf Platz 3. Lukas Weber auf 2, also unser Teammate. Der Abstand aber nach vorne zu Butler ist gigantisch. Also da 32 Punkte, das ist ein Brett, das man da zu knabbern hat. Also für uns wahrscheinlich eher wichtiger, dass wir es schaffen, vor dem Kollegen von Butler zu bleiben, vor Albon, der wiederum sich mit 46 Punkten auf Platz 4 befindet. Also das heißt, die müssen wir hinter uns lassen. Das heißt, ja, für uns vor allem in erster Linie geht es wahrscheinlich, nehme ich mal schwer an, um die Konstrukteurswertung. Kann das sein? Das könnte durchaus sein, dass das Mainziel wird. Also Platz 3 müssen wir halten, Solo, und Platz
Ja, eins müssen wir eigentlich in der Konstrukteursrangliste erzielen. Also, guter Zweikampf zwischen uns und Darms. Ja, wollen wir mal gucken, wo das Ganze so hinführt, Freunde. Gut, okay, jetzt habe ich mich hier ein bisschen akklimatisiert. Ich hoffe, ihr auch. Das heißt, ich würde sagen, wir machen jetzt gleich weiter, ehe ich nochmal ganz kurz runtergucke. Ich glaube, ein weiterer Deutscher ist hier auch noch. Genau, Maximilian Günther bei BWT Aden. Interessant, wo ist denn sein Mate? Ach, der ist weiter hinten gelandet. Das ist hier der Japaner. Alles klar, okay. Gut, haben wir uns hier nochmal, wie gesagt, durchgefunden. Dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. Oh, was haben wir jetzt hier? Die Presse. Formel-1-Fahrer halten viel Aufmerksamkeit in den Medien. Der Umgang mit der Presse kann sich auf mehrere Aspekte deiner Karriere auswirken. Interviews können abhängig von Vorkommnissen und deiner Leistung hier Session eines Rennwochenendes stattfinden. Alles klar? Weiß ich Bescheid. Die Kunst der Diplomatie. Wie du Interviewfragen beantwortest, kann sich auf den Ruf bei deinem Team und anderen Teams sowie die Moral deiner Forschungsabteilung auswirken. Zudem wirst du entweder für deine Fairness oder deine Selbstdarstellung bekannt. Achte sorgfältig auf deine Antworten. Warte nicht zu lange ab. Du hast nur begrenzte Zeit. Ach, das haben wir gerade aufgeschaltet. Verweigerst du eine Antwort, kannst die Presse verärgern, was dazu führt, dass man in Zukunft unangenehmere Fragen stellen wird. Top. Da bist du ja. Das war ein aufregendes Rennen. Es hat dich auf jeden Fall ins Gespräch gebracht. Ich konnte dir ein Interview klar machen. Okay, wir sind bereit hier drüben. Einen Augenblick. Denk dran. Alles, was du zur Presse sagst, kann sehr, sehr öffentlich werden. Also, sei entspannt, aber achte auch darauf, was du sagst und wie es andere aufnehmen könnten, okay? Wir sind bereit. So, super. Okay, das heißt, wir werden jetzt direkt ins erste Interview Emma sagt ständig, auf sie sollte man diese Saison ein Auge haben. Wenn das stimmt, werden sie sowas wie hier noch häufiger tun. Denken sie daran, sie selbst zu sein. Und je mehr sie mir zuspielen, desto besser wird es laufen. Gut, stehen sie hier. Ein bisschen mehr in diese Richtung. Perfekt. Bereit? Ein aufregendes Rennen heute. Wie denken Sie darüber? Das ist Ihr drittes Wochenende mit Lucas. Haben Sie sich eingewöhnt? So, okay. Das ist also die erste Frage, Freunde. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, den ich noch eben ganz kurz per Münzwurf feststellen wollte. Ich habe hier so eine kleine 2-Cent-Münze und die wird jetzt darüber entscheiden, ob wir ein fairer Fahrer werden oder ein Selbstdarstellungsfahrer, Freunde. Das ist jetzt tatsächlich ein Ding. Das interessiert mich jetzt doch. Das werden wir jetzt tatsächlich mal gucken. Also, ich würde sagen, Zahl heißt sich auszahlen lassen, also Selbstdarstellung. Ich würde sagen, Kopf ist dann mehr mit dem Kopf denken, also Fairness. So machen wir das. Freunde, das heißt, ich gehe jetzt mal ganz kurz eben eine Münze werfen. Da fällt es mir erstmal unter den Tisch. Das war schon mal herzlichen Glückwunsch mal. Das war absolut top. Freunde, ich muss mal ganz kurz unter den Tisch klettern. Absolute Top-Qualität hier. Ja. So. Und zweiter Anlauf. Das war schon mal top. Wenn man die Münze dann nicht aufhängt, ist das natürlich eher so mäßig. Und wir haben Kopf. Das heißt, Bernie wird ein fairer Fahrer. Interessant. Gut, okay. Also, das ist ihr drittes Wochenende mit Lukas. Haben Sie sich eingewöhnt? Was haben wir zur Auswahl? Ich habe mich gut eingewöhnt. Ich bin mir sicher, dass wir im Laufe der Saison unseren Rhythmus finden werden. Das Team leistet fantastische Arbeit. Es hilft, dass Lukas Weber ein außergewöhnlicher Fahrer ist. Ich brauche mir nicht einzugehen, ich bin ein Profi. Ich mache meinen Job und der Rest des Teams macht seinen. Gut, das heißt, die rechte Antwort fällt schon mal weg. Heißt, es geht um links oder unten. Ich würde mal sagen, da wir ein fairer Kollege sind, würden wir sagen, wir loben erstmal unsere anderen Leute hier in den Himmel. Also, das Team leistet fantastische Arbeit und es hilft, dass Lukas Weber ein außergewöhnlicher Fahrer ist. Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie angewiesen wurden, Ihre Position an Lukas abzugeben? Was haben wir jetzt hier zur Auswahl? Es war die richtige Entscheidung. Wir sind ein Team und jede Anweisung ist zum Wohl des Teams. So ist das eben. Das Team dachte, dass Lukas Weber schneller ist, also haben sie Anordnung gegeben. Lukas war deutlich schneller als ich. Es gab keinen Grund, ihn aufzuhalten. Links oder rechts, Freunde? Es war die richtige Entscheidung. Wir sind ein Team und jede Anweisung ist zum Wohl des Teams. Lukas war deutlich schneller als ich. Es gab keinen Grund, ihn aufzuhalten. Klingt eigentlich beides relativ gleich, wir nehmen mal das linke. Hashtag Teamplayer. Klasse, das war dann alles. Das erste Mal vor der Fernsehkamera, Freunde. Da hat der Bernie sich aber gleich was angetan hier. Eieiei. Aber ich krieg's langsam das Feeling, hey, Freunde. Also, ich weiß, dass es nicht leicht war, mich vorbeizulassen. Aber es war richtig. Du bist gut gefahren. Ja, ja, so würde ich's auch beschreiben. Nur gut, nicht großartig. Einer von sechs. Einer von sechs kommt in die Formel 1. Die anderen fünf lassen sich von ihren Teamkameraden die Punkte stehlen. Echt schade. Viele Fahrer bekommen keine Chance, weil sie für das Team fahren. Diese Teams haben uns hergebracht.
Ja, aber die Fahrer tragen das Risiko. Wir sollten dafür belohnt werden. Willst du in die Formel 1? So denken Gewinner. Ich komme nicht drauf. Wie viele Rennen hast du gewonnen? Jetzt pass gut auf. Am Ende dieser Meisterschaft werde ich die Trophäe in den Händen halten und das ohne Teamkollegen auszunutzen, um den Sieg zu stehlen. Okay, ich bin raus. Glaub, was du willst, Devin. Aber die Saison ist noch jung. Entweder ist er sehr schlau oder du ein Schwächling. Glaubst du wirklich, dass er dasselbe auch für dich tun würde? Nein. Pass besser auf dich selbst auf. Macht sonst keiner. Uiuiuiui, jetzt ist sie aber schon recht heiß geworden, Freunde. Alles klar. Also, zwischen Devin und Lukas haben wir gerade eine nette Unterhaltung mitbekommen. Also auf der einen Seite Lukas, der uns ein bisschen verteidigt hat, auf der anderen Seite Devin, der uns den Warnhinweis gibt. Oh, das gibt unserem Buschi doch wohl schon zu denken, wa? Sag nicht, jetzt gehe ich einfach instant weiter. Ach du Kacke. Das kann man doch nicht erzählen, dass das jetzt hier schon wieder... Oh Gott, alles klar. Gut, ich merke schon, also so schnell Pausen kriegen wir nicht. Sieht aus, ich muss ganz schnell die Strecke kennenlernen, sieht aus wie Österreich, ne? Ja, das ist Österreich. Fahrfeder vom Butler. Das muss man gesehen haben. Devin Butler liefert sich ein Rad-an-Rad-Rennen mit seinen Meisterschaftsrivalen. Niemand will den anderen vorbeilassen. Es gab einen Scheiße. Kontakt. Butler ließ seinem Gegner keine Wahl. Das ließ sich einfach nicht vermeiden. Da, ein deutlicher Schaden. Zack, Frontflügel im Arsch. Ja, super. Ich bin mir nicht sicher, ob das rücksichtslos oder einfach nur aggressiver. Jedenfalls werden die Rennmarschalls bald etwas zu sagen haben. Alles klar, und ich nehme an, jetzt müssen wir gucken, dass wir den Scheiß wieder aufholen gehen. Top. Gib nicht auf, du bist noch im Rennen. So, okay, schnell konzentrieren, kurz nehmen wir die Geschichte. So, ich muss ganz kurz gucken, Freunde, wie sieht's denn aus? Puh, okay, ja, tatsächlich, eigentlich ist es schon soweit. Gut, okay, Freunde, dann würde ich sagen, bedanke mich bei euch erstmal da draußen fürs Zusehen. Ich würde sagen, so als kleine erste Folge, als netter Feinschmecker, so ein bisschen, ne, wisst Bescheid, so als kleine Vorspeise war das doch schon mal ganz nice. Das heißt, also, wir haben es tatsächlich jetzt soweit erstmal geschafft, sind jetzt so ein bisschen eiskalt reingeworfen worden, aber ich muss schon sagen, also, wie gesagt, ich nehme jetzt auch ein bisschen mehr Zeit, um euch jetzt hier zu verabschieden, denn ich muss noch ein paar Eindrücke loswerden, denn ich bin bislang echt begeistert von der neuen Karriere, also wirklich absolut top, weil mich erinnert das mega, absolut mega an die Karriere damals bei DTM 2. Falls das wer von euch gespielt hat da draußen, er möge sich bitte in die Kommentare melden. Ein absolut geiles Spiel. Muss man gespielt haben, weil, also unter den Rennspielen, was Karriere angeht, ein absolutes Monster. So, und, also für die damaligen Verhältnisse, ich weiß gar nicht, von wann ist denn das Ganze? 2005 oder so? Also auf jeden Fall ein Monster. So, und das war schon ziemlich geil. Und soweit ich das nämlich mitbekommen habe, steckt das Entwicklerstudio ein bisschen mit drin in der Produktion der Karriere. Und man merkt es sofort. Und ich fühle mich einfach, es ist wirklich ein geiles Feeling, Freunde. Also ich habe jetzt schon richtig, richtig Spaß an dem Ding. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Sonst lasst mal so für die ersten Eindrücke so ein bisschen eure Kommentare. Lasst mir das mal da. Ansonsten würde ich mich auch sehr über eine positive Bewertung hier freuen. Ich saß jetzt auch tatsächlich, muss man sagen, vor der Folge, beziehungsweise gestern war das gewesen aus meiner Sicht, saß ich hier auch allein 2 Stunden einfach nur am Technik geklonnern, dass jetzt die Aufnahme vernünftig funktioniert. Ich hoffe, das hat soweit alles geklappt, wie ich mir das vorstelle. Ja, und ansonsten würde ich sagen einfach, ja, wünsche ich euch einen schönen Tag. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Dann mit dem Rennen hier also in Österreich. Wir müssen gucken, dass wir jetzt nach unserem Kampf- und Frontflügelschaden dann den Butler wieder einholen gehen. Wie das Ganze aussieht, seht ihr dann beim nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Haltet die Ohren steif, haut rein und ciao.